Da sind wir wieder in London zur Weihnachtszeit und willkommen heute zum Bahnradsport. Das wird sehr lustig. Ich kenne das nämlich auch nicht, so wie Fechten. Und hier darf ich wieder 4 Charaktere aussuchen. Dadurch, dass es die letzte normale Disziplin ist, möchte ich dafür auf jeden Fall Mario und Sonic nehmen. So, dann nehmen wir nochmal vielleicht noch die Bösewichte, Bowser und Dr. Eggman. Oder? Komm, nehmen wir das mal. Und jetzt, ach du Scheiße, 7 Grundlagentipps. Wie Fernbedienung hoch und runter schwingen zur Beschleunigung. Nach links und rechts, wie Fernbedienung neigen, Position wechseln. Schüttle die Wii Fernbedienung, wenn los auf dem Bildschirm erscheint, für einen Sprintstart. Der vorderste Spieler schwingt die Wii Fernbedienung hoch und runter, um zu beschleunigen. Spieler stellen Kondition wieder her, wenn sie dem vordersten nachfahren. Steht der Positionswechsel an, gibt die Befehle in der richtigen Reihenfolge ein. Wie habe ich das zu verstehen? Okay. Drückst du in der letzten Runde A, geht der vorderste Fahrer weg, der Rest macht einen Endspurt. Das Rennen endet, wenn die 3 Fahrer im Ziel sind. Okay. Bringen das ganze Team in eine Reihe hinter den Vordersten, um das Höchsttempo zu steigern und das andere Team einzuholen. Ein schneller Wechsel bringt dir einen Temposchub. Sprich dich dafür mit deinem Team ab. Wie soll ich das machen? Okay, ach, starten wir einfach. Komm. Im Velodrom. So, ich halte auch die Wii FB jetzt quer. So. Mario, Sonic, Bowser, Dr. Eggman gegen Wario, Yoshi, Tails und Blaze. Okay. Wir haben ja jetzt eigentlich, können wir aus den Vollen schöpfen, weil wir haben einen Alleskönner, wir haben einen Geschwindigkeitstyp, wir haben einen Krafttyp und wir haben einen Fertigkeitstyp. Ich möchte auf jeden Fall... Ich lasse das so. Nicht, dass wir da wieder irgendeine Scheiße einstellen, die uns dann den Sieg kostet. Oh, wow, jetzt bin ich mal gespannt. Team Mario gegen Team Wario. Okay, führende Wario. Die zeigen mir doch alles an. Ich kann aber, glaube ich, B. Ich bin Mario, okay. Ich wechsle mal. So. Jetzt muss ich halt im Windschatten bleiben. A2 haben wir hier nicht drücken müssen. Ah, es läuft nicht. Es läuft nicht. Ah, ich muss wieder rein. Ich bin blöde. Man muss es erstmal ein bisschen spielen. Da bringen die Regeln nichts durchzulesen. Erst wenn man selber spielt, dann funktioniert das Ganze auch. Okay. Die blaue Linie muss ich einholen. Ne? Vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin. Jetzt muss ich nochmal schütteln. Ja, Mann. Wir haben es eingeholt. Und jetzt abdrücken. Komm, mach hin, Sonic. Bowser, Dr. Eggman. Komm. Und rein. Wir sind besser. Wir haben es raus, den Dreh. Es macht Spaß, ne? Es ist gar nicht so schlimm. Ja, Mann, ey. Sehr schön. Wir müssen nur aufpassen, dass... Jetzt komm, oh Mann! Ich werde Erster. Erster, oder? Dr. Eggman war zwar ein bisschen besser, liegt aber auch daran, dass er natürlich vor mir war. Aber wir haben gewonnen. Es war kein Rekord, es war auch ein ganz knappes Ding. Aber man muss natürlich auch erstmal wieder die Steuerung für sich neu entdecken. Oh, Waluigi und Luigi und Amy und Knuckles haben wir im Gegnerteam. Und da bin ich mal gespannt, was die so anstellen. So. Schauen wir uns das mal an. Ja, Mann. Wechseln. Ah, jetzt überholen die uns. Aber die sind auch zu langsam, meine Gegner. Meine Mitspieler. Ich bleibe aber schön im Windschatten. Ah, jetzt habe ich eins hätte ich drücken müssen. Egal.
Wir überholen die schon noch. Er sieht gut aus. Bowser gibt mir jetzt einen gigantischen Windschatten auf jeden Fall. Okay. Haben wir alles perfekt gemacht, aber wir müssen einholen. Die Gegner. Ich fahre immer raus aus dem Windschatten. Ja, Sonic macht doch rein. Sehr schön. Und jetzt nochmal Power. Sehr schön eingeholt. Ich mache jetzt noch eine halbe Runde. Und wechsel. Ja. Geh rein, Mario. Auf jeden Fall ist das Team besser als... Perfekt, sehr schön, komm! Ne, die haben gewonnen. Die haben auf jeden Fall gewonnen und wir haben nur den zweiten Platz. Scheiße! Da geht noch mehr, wir machen auf jeden Fall nochmal ein Turnier. Scheiße. Machen wir das Ganze nochmal. Es war jetzt keine so gute Runde, ne? Aber immerhin den zweiten Platz, ne? Wir machen das Ganze nochmal. Und wir haben 99 Ruppelkarten. Sehr schön, da könnten wir theoretisch nochmal rubbeln, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Wir haben ja noch viel in der London Party freizuschalten, das möchte ich eigentlich gerne noch machen. Wen nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir Sonic. Dann nehme ich mal, Tails. Knuckles. Und wer ist denn eigentlich noch in diesem Sonic Boom Team gewesen? Das waren doch die drei und Amy, ne? Ja, komm, nehmen wir die mal. Sonic Boom Team. Haha, kann man sagen, ne? Okay, jetzt spiele ich Sonic. Da bin ich vielleicht mal ein bisschen schneller, denke ich mal. Es wäre zu schön. Ja, gib Gas, Junge, Sonic. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wechsel. Das braucht, die brauchen zu langsam zu wechseln, die Gegner. Normalerweise geht das doch viel schneller. Aber wir machen uns auf jeden Fall gut. Wir verbessern uns. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder vorne, ne? Oder sieht das nur so aus? Wir sind besser. Gut, gut, gut. Nein, nicht A drücken. A. Mach hin. Wir überholen uns schon fast wieder. Runde 5 sieht gut aus. Wir haben deutlichen Vorsprung. Sehr schön. Tails, mach hin. Knuckles auch. Jetzt nochmal volle, volle Bulle. Die können ja gar nichts, der Gegner. Wir überholen die schon fast. Ich mach Wechsel. Sehr schön. Rein, Sonic. Sehr schön. Da dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Tails, Wechsel. Sehr schön. Und Endspurt. Gewonnen. Sehr schön. Zwar nicht als wieder als erster. Da ist der Eggman. Der kann hier gar nichts. Aber schon mal eine deutliche Steigerung zum ersten Rennen. Zwar nur eine Sekunde, aber immerhin, ne? Machen wir auf jeden Fall nochmal. Gegen Luigi und Waluigi schon wieder. Aber diesmal noch Vector und Metal Sonic. So, ich muss jetzt wieder Gas geben am Anfang. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich wechsle auch jetzt. Ja, komm. Wir machen das gar nicht mal so schlecht, ne? Wir sind zwar noch weit hinten, aber wir könnten die theoretisch noch einholen. Und das ist natürlich mein Ziel, ne? Wir haben noch... Ach du Scheiße, geh ins Feld zurück. Zwei, ja Mann, komm. Sehr schön. Perfekt gemacht, wir haben die jetzt eingeholt. Ah, Sonic. Fährt immer aus dem Feld raus. Auf jeden Fall, das haben wir schnell hingekriegt.
Und jetzt auf jeden Fall wieder Fullspeed geben. Ja, Mann. Wechsel. Nur super, warum? Alter, das ist mega knappes Rennen hier. Zwei, los! Und jetzt, Power! Endspurt. Ich mach weiter. Ich glaube, wir stürzen gleich, aber egal. Ja, Mann. Wieder verbessert um eine Sekunde. Sehr schön. Doch, Bahnradsport geht. Da muss man ein bisschen hingucken, damit man das hinkriegt. Bahnradsport ist ja auf jeden Fall ein cooles Ding. Und wir haben gewonnen. So, ich würde sagen, wir gucken trotzdem nochmal ins Bonusmenü rein. Ob's da... Dann rubbeln wir nochmal zwei, drei Stück. Zwei, drei Karten. Bin ich mal gespannt, was wir hinkriegen. So, ich nehme einfach mal hier oben das. Helm. Ah, schon wieder eine Niete. Ich kotze gleich. Nochmal. Was ist das denn? Ja, Mann! Pferdekopf! Ein neues Kostüm steht zur Verfügung. Ja! Glückwunsch! Katzenhandschuh! Ein neues Kostüm steht zur Verfügung. Komm, Sonic! Sonic Theme! Ich krieg da nur so pushen. Das ist scheiße. Mario, ja, ja, ja. Das ist wieder scheiße. Ah, Helm. Gut. Ah, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Mario. Und so ein Militärhelm. Handschuhe. Ja, Mann. Komm, nochmal Sonic und Sonic, sehr schön. Metal Harbor. Sonic Adventure 2. Jetzt kommt... Oh, ein Goomba-Kostüm. Ach, scheiße. Ein Pedobär. Nein, wir kriegen nix. Sonic und... Sonic! City Escape von Sonic Adventure 2, schon wieder. Ja, ist ein Handschuh. Ah. Mario und... Chucks. Mario Circuit, Mario Kart Double Dash, juhu! Sonic und... Sonic! Misty Lake, Sonic und der Schwarze Ritter. Mario und Sonic. Turnschuhe und Schnicks. Der kommt auch mal noch bis 75. Oh, so ein Skelettkostüm. Oh, scheiße. Ja, so. Ich darf nochmal. Komm. Ja, Mann. Reitstiefel. Sonic und Sonic Flying Battery Zone, Sonic and Knuckles. Gelbe Handschuhe und Miete. Mario und nochmal. Nehmen wir gleich das nebendran. Scheiße. Mario, Mario. Super Mario 64, der ist sehr schön. Sonic und Sonic. Komm, wir lösen noch ein paar Nieten ein. Nieten einlösen. Und zwar Musikdinger. Auf jeden Fall will ich was von Mario. Komm. Ja, Mann. Kauf alles hier. Das war alles von Mario? Laber nicht. Sound. Ja, genau. Da kann man das ja wechseln, ne? Denn die Disziplinentitel anpassen. Komm, machen wir nochmal vier. Ich will noch ein paar Sonic-Titel kaufen. Ah. Basketballschuhe. Es gibt doch hier auch kein Basketball, oder? Dann wieder so ein Dings. So ein Peach-Handschuh hätte ich auch gerne mal, ne? Sonic und... Eine Kapuze. Grüne Handschuhe und... Weiße Handschuhe. Weiße. Dings und... Jetzt dürfte es eigentlich keine Mario-Musik-Sounds mehr geben, oder? Weil wir haben die doch alle eingelöst.
Okay, ich will auf jeden Fall noch die Sonic Soundtracks einlösen. Sehr schön. Fitnessausrüstung. Pedobär und kein Pedobär. Was ist das denn? Clownskostüm. Sonic und Handschuh. Schwarzer Helm, Ritterhelm. Schwarzer Ritterhelm, sehr schön. Alles gelabert, ne? Das muss man irgendwie ausstellen können, finde ich. Eggporn-Kostüm. Ja, Junge, ich weiß, dass ich ein neues Kostüm erhalten habe. Ja, Mann. Ja, vielleicht kriegt man noch eins. Ein Versuch haben wir noch, komm. Mii-Kostüm hin und her. Ah, scheiße. So ein Fahrradhandschuh und Bikini. War, glaube ich, kein Bikini, ne? Scheiße. Auf jeden Fall 20 Nieten will ich noch kriegen. So, dass wir noch die Sonic-Titels einlösen können. Titels. Was? Irgendwelche Schuhe? Spikes. Okay. Komm. Flipflops. Strandsandalen. Oder auch Flipflops genannt. Gelb? Schwarz? Sehr schön. Wettkampfschirt. Borussia Dortmund. Ja, jetzt kommen wieder Schuhe. Ach, schon wieder Schuhe. Was ist das denn? Eine Hand. Oh Gott. Boxhandschuh und Sonic Musik. Gelber Handschuh. Sonic Musik. Scheiße. Auf jeden Fall können wir gleich Sonics Musik kaufen. Aha, ich krieg nur Crap. Da haben wir wieder eins. Reach for the Stars, Sonic Colors. Sehr schön. So eine Scheiße, komm, machen wir nochmal. Mach nochmal 20. Ja, Schuhe, egal. Egal, wir haben jetzt 20 Nieten. Und ich löse die jetzt ein, hier für die Sonic Soundtracks. Ja, Mann, komm. Wie viel gibt's denn da? Ja, darf es, denke ich, auch nicht so viel geben. Ja, komm, die zwei, die will ich noch haben, ne? Schade. Ja, egal. So, komm, mach nochmal hier ein Sonic-Steam. Nochmal eins. Oh, scheiße. Sonic und... Stern? Ja, Mann! Windy and Ripley auf Emerald Coast. Da können wir uns das andere doch jetzt schon leisten. Oder? Ja, theoretisch müsste das eine dann jetzt raus sein. Ja, genau, Alter. Guck mal, jetzt haben wir die ganzen Soundtracks eingelöst. Und jetzt könnten wir die hier dann halt quasi wieder anhören eventuell. Oder halt je nachdem hier umändern. Mache ich aber nicht. Wir können es ja mal kurz ausprobieren, wie das ist. Ich nehme mal 100 Meter und da will ich mal... Was passt denn dazu? Ja, komm, nehmen wir das hier. Ich will es mal ausprobieren, wie das funktioniert. Das möchte ich gerne noch machen. Herausforderung abgeschlossen. Ja, Mann, wieder ein Haufen abgeschlossen. Ja, genau. Ja, genau. So, ich mache nochmal einen 100 Meter Lauf. Ich will einfach mal gucken. Ich weiß, wir werden wieder viel zu lange heute. Aber ich möchte einfach mal gucken, wie das ist mit der Musik jetzt. Hier im Olympic Stadium. Und? Ich höre nichts, weil meine Wii-Verbindung klappert. Wegen dem Band. Na egal, haben wir noch einen 100-Meter-Lauf gemacht mit Yoshi.
Zwar kein Rekord, aber knappes Ding. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter mit den Traumdisziplinen. Da haben wir ja noch einiges zu machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen und tschüss.